Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei PP Autopflege. Ich bin gerade dabei, das Cullinate 476S aufzutragen. Und werde einen Test machen. Hier habe ich das schon auf. Polieren. So, das war's schon. Und ich werde jetzt auf der linken Fläche das Bullenschein-Detailer auftragen. Was möchte ich damit bezwecken? Ich habe vor kurzem einen Detailer-Test unterzogen mit dem Brillantschein von Sonax und da kam die Aussage oder der Einwand, dass das Sonax Wachse angreift. Das möchte ich hier mit diesem Test mal abchecken, ob das wirklich so ist, weil das Sonax enthält Tenside und das war die Begründung, dass Tenside halt Wachsschichten angreift. Und in dem Sonax sind 5% drin. So. So, wir haben jetzt hier das Cullinate und einmal hier Cullinate mit Sonax Brillantschein oben drauf. Und dann werden wir mal in einer Stunde circa mal reinschauen, ob jetzt das Sonax Brillantschein etwas an der Wachsschicht gekratzt hat. Wir haben jetzt 10:47 Uhr und 11:47 Uhr sehen wir uns wieder. So, ich habe noch eine Idee, wir machen noch einen kleinen Zwischentest. Wir machen noch einen Zwischentest oder noch erweitern wir den Test. Ich werde diesen hier abkleben und ich werde jetzt hingehen, das Sonax werde ich mal hier oben drauf nochmal tun, das werde ich nochmal einreiben, so, das Sonax ist unverdünnt. Also man kann es verdünnen, aber hier ist in diesem Test das Sonax pur drauf, nicht verdünnt. So. Könnt noch mal was drauf tun. Ich werde es nur leicht verreiben. Dass so etwas eine dickere Schicht drauf ist. So, das lasse ich dann auch so. Ich werde es nicht auspolieren. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, um 11:45 Uhr circa. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt 11:45 Uhr. Eine Stunde sind jetzt vergangen, seitdem ich jetzt das Cullinate auf beide Flächen aufgetragen habe. Hier habe ich zusätzlich das Sonax nochmal draufgepackt auf das Cullinate, auspoliert. Und hier habe ich jetzt noch im Nachhinein noch ein Feld gemacht, wo ich das Sonax nicht auspoliert habe. Also
können wir mal gucken. Wenn wir das auspolieren. Ja, hier ist schon dicker drauf. Das merke ich schon beim Auspolieren. Ist schon ziemlich. So. So, die Idee im Test war ja also, ob das Sonax, weil es tensidhaltig ist, vielleicht die Wachse angreift. Dann machen wir jetzt den Beading-Test. Hier mal nur das Collinate ohne Sonax. Wir sehen eine schöne Perlenbildung. So, jetzt haben wir mal Collinate mit Sonax Brillantschein auspoliert. Auch hier sehen wir schöne Perlenbildung. Wir sehen, sie rutschen weg. Und da haben wir das Collinate, also einen leichten Effekt bringt schon das Brillantschein. So, und jetzt gehen wir hinten auf dem Feld. Ich setze euch mal um. Also hier ist das Sonax eine Stunde drauf gewesen, ohne dass ich es auspoliert habe. Und ich habe es jetzt auspoliert und jetzt schauen wir mal. Wie ihr seht, Tropfenbildung, schöne Tropfenbildung und sie laufen die Motorhaube runter. Also ich kann jetzt nichts erkennen, was jetzt darauf schließt, dass das Sonax das Collinate oder ein Wachs angreift. Nochmal die Testfelder. Hier gesagt, wie gesagt, das Collinate. Collinate mit Sonax Brillantschein. Eine Stunde drauf. Hinten das Testfeld. Collinate Brillantschein drauf, aber nicht auspoliert. Das war es dann zum Test. Ich denke mal, ich konnte so ein bisschen der Frage nachgehen, ob das Brillantschein-Wachse angreift. Konnte ich jetzt in diesem Test nicht feststellen. Die Frage war berechtigt, Tenside, ob die Wachsschichten angreifen. Und jetzt konnte ich es nicht feststellen. Vielleicht müsste da ein Langzeittest her, aber ich denke mir mal, das ist so in Ordnung, weil man ja auch bei diesem Test auch nicht wirklich jetzt feststellen kann, ob die Wachsschicht angegriffen ist, weil die Perlenbildung kommt, ob die Perlenbildung jetzt von dem Wachs kommt oder von dem Detailer. Also kann man das gar nicht so wirklich testen. Ja, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich konnte einen Einblick in den Test geben und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Test. Euer PP Autopflege.